Guten Morgen, liebste Tarotfreunde, guten Morgen. Lasst uns anschauen, was euch heute so rein theoretisch erwarten könnte. Drei Informationen an euch. Bitte beachtet, dass ihr hier nicht alle in Resonanz geht, ja? Alle, die neu dabei sind, ihr müsst nichts auswählen, hört euch einfach alles an. Und es kann auch manchmal sein, dass eine Aussage, dass ihr dann vielleicht so ein bisschen zur Hälfte in Resonanz geht, ja? Dass sich das ungefähr so ein bisschen, ja, das Ganze ereignet. Manchmal geht ihr halt mit keiner Aussage in Resonanz. Okay, dann lasst uns schauen. Die erste Information für heute an euch. Viele Schwerter, Pause. Na schaut, hier ist beides möglich. Hier ist es möglich, dass zum Beispiel irgendein geplantes Treffen, wahrscheinlich mit Frauen, mit Freundinnen, sehr stark diese Tendenz, dass das eine Frauenrunde ist oder generell so eine Freundesrunde, ja, dass das heute nicht stattfinden wird, dass es vielleicht verschoben wird. Was hier aber auch möglich ist, dass ihr einen Vorschlag bekommt, heute irgendwas zu machen, um sich erholen zu können. Ich muss hier irgendwie an Wellness denken, ja, weil die Vier der Schwerter ist auch sehr oft so eine Karte der Erholung, ja. Man erholt sich, weil man vielleicht erschöpft ist, weil man vielleicht zu viel geleistet hat in der Vergangenheit, weil man irgendwie, ich weiß nicht, zu viel gesessen hat, ja, und gönnt sich jetzt irgendwie Wellness und eine Massage. So, ja, so könnte das hier in Resonanz gehen, vielleicht tatsächlich auch in Frauenrunde. Ja, es könnte sein, dass hier ein Vorschlag vielleicht von einer Freundin kommt, von einer Frau, die ihr kennt. Gut möglich, dass ihr auch absagt. Ich habe ja auch diese Tendenz gesehen, ja, dass hier eine Absage oder eine Verschiebung stattfinden wird. Es kann sogar von eurer Seite kommen. Ich weiß nicht, ob heute vielleicht jemand von euch so ein bisschen entspannt, alleine entspannt, mit Musik entspannt, Musik macht für sich, ja. Ich weiß nicht, ob das heute so, dass einige vielleicht von euch auch tatsächlich machen. Hier gibt es sowohl die Tendenz, dass man in einer Gruppe etwas macht, ja, als auch, dass man sich hier dagegen entscheidet, ja, und die Zeit für sich nutzt. Vielleicht ein bisschen philosophiert, vielleicht irgendwas Spannendes liest, vielleicht Musik macht, vielleicht beides, ja. So. Okay, das war die erste Information. Lasst uns die zweite Information anschauen. Was haben wir denn da? Hier kommt bei vielen eine Einladung von einem Mann. Alle, die verheiratet sind, alle, die in einer Beziehung leben, könnte vielleicht eine Einladung zum Abendessen sein. Die Vier der Stäbe könnten aber auch anzeigen, dass ihr vielleicht so einen Kurztrip macht, ja. Könnte vielleicht auch sowas wie eine Theateraufführung sein. Und ansonsten sieht es hier nach einer Einladung aus zum Date.
falls ihr heute eine Einladung habt, falls ihr heute wirklich ein Date habt, ich weiß nicht warum, aber hier raten euch die Karten, vielleicht ist das ja auch wichtig, hier raten euch die Karten so, ja, so eine leicht passive, beobachtende Haltung einzunehmen. Sowohl bei diesem Treffen vielleicht, ja, wenn ihr wirklich dann da sitzt, eurem Liebsten gegenüber, ja, auch wenn das vielleicht euer Ehemann ist, dass ihr hier ja so ein bisschen nicht zu fordern seid, ja, vielleicht gibt es ein unangenehmes Thema zwischen euch zu klären, ja, dass ihr quasi so ein bisschen die Zügel aus der Hand lasst, ja. Und das Ganze so ein bisschen passiv angeht und nicht zu fordernd. Weil die meisten haben heute wirklich ein Date, ja, oder eine Einladung zum Treffen. Vielleicht sogar bis in die Nacht oder in den Abendstunden. Sagt das Tarot, dass ihr irgendwas Unangenehmes, ja, nicht unbedingt heute ansprechen solltet. Falls es wirklich das gibt, ja. Guckt mal, mal angenommen, was ist damit gemeint? Ich sag euch oder ich nenne euch so eine Situation, ich beschreibe euch so eine Situation. Zum Beispiel ein Ehepaar, ja, macht irgendwie Pause, hat irgendwie ganz arge Probleme, macht Pause. Und es kommt zum ersten Treffen nach einer längeren Pause, ja? Mädels, haut ihm nicht alles gleich beim ersten Date wieder auf den Tisch. Fragt doch erstmal, wie es ihm geht. Und gebt ihm die Möglichkeit, dass er euch fragt, wie es euch geht. Ja, bleibt erstmal auf dieser Ebene, weil Frauen neigen dann sehr oft dazu, manchmal auch Männer, ja, weil eben so viele negative Emotionen sich angesammelt haben, dass alles gleich, bumm, hier hast du's, ja? Und macht langsam. Fängt erstmal so die Stimmung eures Gegenüber ein, ja, und guckt, in welcher Stimmung er ist, wie es ihm geht und was da los ist. So habe ich hier die Tendenz. Wie gesagt, das wird jetzt hier nicht auf alle zutreffen, aber vielleicht ja doch auf einige. Alle anderen haben einfach ein tolles Date wahrscheinlich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, die letzte Information für heute. Irgendwas könntet ihr heute Neues anfangen und ich weiß nicht, es sieht so aus, vielleicht wollen einige von euch irgendwie was umräumen, was ausräumen, was umstellen und kaum packt ihr irgendein Teil an, schon vergeht euch irgendwie die Lust darauf. Irgendeine Veränderung, vielleicht zum Beispiel in der Wohnung, im Haus, ja. Aber die Lustlosigkeit, die kommt hier sofort. Ihr denkt vielleicht sogar, das Ganze zu verwerfen und euch vielleicht Hilfe zu holen, ja, vielleicht so eine professionelle Hilfe, eine Dienstleistung. Zum Beispiel wolltet ihr eure Wände streichen, ja, für heute oder für morgen, wollt irgendwas in eurer Wohnung verändern, fangt an, vielleicht irgendwas da abzukleben, ja, trefft be bestimmte Vorbereitungen und ja, ehe ihr fertig seid, habt ihr eigentlich schon keine Lust und denkt euch, ach komm, ich werde irgendwie eine Firma. Beauftragen, ja, dass sie mir hilft oder dass sie das übernimmt. So eine totale Lustlosigkeit in Bezug auf irgendein Vorhaben. Schreibt doch, was es ist, Mädels und Jungs, ja, irgendeine Veränderung, irgendwas, was ihr verändern wollt und noch bevor ihr anfängt, ja, habt ihr keine Lust. Vergeht euch die Lust darauf. Okay, ich lasse das so stehen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag.
Dankeschön, dass ihr hier vorbeigeschaut habt. Lasst es euch gut gehen und ja, schaut auch im nächsten Video wieder vorbei. Bis bald, bis demnächst.